Herzlich willkommen, liebe Freunde. Ja, alles neu macht der Mai. Sieht doch irgendwie Mai-mäßig aus. Ja, ich habe den neuesten Renderer installiert, weil der alte hat mir doch Probleme gemacht und es ist noch nicht ausgereift hier. Also mir fehlen die Bumpmaps irgendwie. Das ist irgendwie anders zu installieren, also manuell zu installieren. Trotzdem, okay, das läuft auch noch alles. Was ich neu gemacht habe, das ist folgendes. Das könnt ihr jetzt mal sehen. Das ist dieses hier. Das ist der Item Locator. Und da gucke ich doch mal, ob es hier noch irgendwo in der Nähe noch mehr Items gibt. Oh ja, schön. Das ist richtig klasse. Da brauche ich nämlich so nicht so blöd und wirr umhergucken. Ne? Ob es noch was gibt, das ist eine sehr, sehr gute Hilfe, finde ich. Gucken, ob es hier in um der Ecke auch noch ein Item gibt. Glaube ich hier was in der Höhle. Ja, da zum Beispiel war was. Ja, hier. Dunkelpilze zum Beispiel. So. Okidoki. Das sieht natürlich auch alles etwas anders aus, ist klar. Also ist gewöhnungsbedürftig zu meinen alten Let's Plays. Ich würde auch ganz gerne mal wissen wollen, was ihr davon haltet. Da drüben ist noch was. Was ihr davon haltet, dass ich mir hier so eine Hilfe eingebaut habe. No? Dann folgendes. Ich habe ja schon natürlich im Off ein bisschen ausprobiert und auch mal so die Qualitäten so angeguckt von dem neuen Renderer. Gefällt mir ganz gut. Jetzt ist nämlich folgendes. Ich muss nochmal zurück in die Ogerhöhle, weil der Alain Dufon hat mich gefragt wegen Renderfehler in dem Adanos-Tempel. Da gehen wir jetzt eben mal hin. So, und ich brauche ganz viel Gletscherquarz. Und was sehen wir hier? Hier haben wir jede Menge Gletscherquarz. Und Bergkristall. Gucken wir erstmal, was wir hier haben. Das sind irgendwelche Items, die irgendwie unterm Stein sind. Da komme ich nicht vorbei. So, man kann die Tasten übrigens frei belegen. Und man sieht auch anhand der Farbe. Aha. Unwetter. Perfekt. Was das für eine Gattung ist. Was das für eine Item-Gattung ist, ne? Jetzt gehen wir noch mal hier entlang. Jetzt kann ich mir jede Menge Unwetter sozusagen selbst noch schreiben. Was haben wir? Ein Bergkristall, noch ein Bergkristall. Ist immer schön, hier diesen Kreisen folgen. Ich finde, das ist eine wunderbare Erleichterung. Meine, gerade fürs Let's Play, wenn man ein bisschen zügiger spielen möchte. Ich hatte das ja schon mal erwähnt. So von wegen, dass ich einige Sachen übersehe oder auch mal netterweise ein paar Kommentare bekommen, die da heißen, so von wegen, jetzt hast du was übersehen. Ja, und das ist das Ding hier, was richtig cool ist, finde ich. So, ja, was haben wir denn hier? Ach, hier eine Drachenwurzel, das ist auch nicht schlecht. So, hier komme ich nicht weiter, komme ich nicht durch. So, und noch den Gletscherquarzinger. Nochmal ein Gletscherquarz. Wow. Ich wusste gar nicht, dass hier auch so neue Sachen geitemt worden sind. Gespawnt worden sind. Und ja. Weil ich nämlich nach der großen Geschichte nicht mehr, also nach dem Kapitelwechsel hier nicht mehr drin war. Und ja, das sind die Waffen, an die ich nicht rankomme. Jetzt werden wir noch mal gucken. Man kann sich auch den Suchradius in der Gothic Ini erweitern. Und ja, jetzt gehen wir mal ganz gepflegt. Toll. Dann gehen wir wieder runter, machen dann einen Weltenwechsel, gehen zu Gregs Piratenlager. Also hier mit no. Jetzt gucken wir uns mal hier ein bisschen um. Auch wieder mit dem Item Locator und gucken wir mal, was wir hier so alles finden könnten. Ah, gibt es da noch ein paar Sachen. Sehr schön. Ja, das macht irgendwie Fetz und man kann auch sehen,
Das, Moment. Okay, das ist irgendwie wahrscheinlich noch nicht ganz ausgereift. Aber das soll ja erstmal nur eine kleine Hilfe sein, wie schon erwähnt. Dann, ja, hier zum Beispiel. Da sind jede Menge Sachen. Wunderbar, läuft doch. Jetzt werden wir zu Gregs Piratenlager und ne, hierhin verwandeln. Und so, dann schlafen wir erstmal eine Runde, um zu gucken, wie das so morgendlichst aussieht. Weil das sieht ein bisschen anders aus. Und das Tollste ist, es wird so eine Art Augenblende noch nachempfunden. Oh, jetzt regnet es auch noch. Wenn man sich in einer Höhle befindet, das werde ich dann nachher auch noch zeigen, dass sozusagen, wenn man rauskommt und dann irgendwie so ein bisschen geblendet wird, ist dieses HDR Plus, so nennt sich das, dass da, gibt es hier noch Items? Nee. Dass da erstmal so eine leichte Tageslichtangleichung noch passiert. Auch wenn wir hier nochmal hier hineingehen, hier das hier mit dem Fokus, der erstrahlt auch in einer ganz anderen Geschichte, damit man das auch sehen kann. So, dann zu diesem einen, wo wie hieß denn der? Der hieß ja Banditenlager, ne? Stopp. Nein! Sorry, kann passieren, das Ding ist Banditenlager. Total. Sumpf. Da ist es, genau. In diesem Tempel müssen wir gucken, um zu schauen, ob es noch Fehlerchen gibt. Oder ob ich noch ein paar Items vergessen habe zu looten, liebe Freunde. Das kann nämlich auch sein, aber währenddessen muss ich mal ein bisschen abspeichern. Und ich habe auch viele Render-Neuerungen gesehen und habe auch sehr viele Renderer ausprobiert. Und dieser erschien mir noch am weniger fehleranfälligsten. Okay, hier rinnt ein bisschen der Regen noch nach, aber jetzt wird es interessant. Ich bin gespannt, wenn wir gleich den Übergang machen, ob dann auch die Säulen, die da hinten sind, die sieht man ja, ob die dann auch so eine Wassertextur haben. Ja, leider. Leider, 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 leider. Aber gucken wir noch mal weiter. Okay. Ah, da hinten. Aha. Okidoki. Haben wir denn hier für Sachen? Extrakt der Heilung, rostiges Schwert. Dann Silberkettchen. Noch was? Nö, das war das. Jetzt bleibe ich hier ein bisschen hängen. Okay. Gut, ich glaube, da unten ist noch was. Seht ihr? Da ist er. Und ich werde wieder erwartet. Heimatland. Da müssen wir noch ein bisschen aufräumen, liebe Freunde. So, jetzt habe ich abgespeichert. Währenddessen, als ich hier meinen Pfeil angelegt habe, ging das Tor wieder zu. Ah, zappelt noch ein bisschen. Aber wo ist denn jetzt hier? Bitte sehr. Noch ein. Suchende. Dunkelpilze. Kann das sein? So, jetzt gehen wir mal hier ein bisschen in der Nähe vorbei. Gucken, ob irgendwas ist. Wahrscheinlich war einer. Ah, hier gibt es noch Loot zu Lootgut. Kann ich das alles übersehen haben, liebe Freunde? Da ist er. Das ist jetzt wieder die Säulenhalle, richtig? Okay. Hey. Los, mach wieder auf. So sieht das aus. Ich glaube, das war dann hier gleich der Eingang.
gegessen worden ist. Weil durch die anderen konnte ich ja nicht durch. Ne, da gab es ja so dieses... blöden Dinger da. Er verzeiht mir, falls ich hier wieder kaputt gegangen bin. So, wieder oben angekommen und ja. Ich habe die ganze Zeit noch so einen Schatten gehört, so einen Suchenden gehört, aber ich habe ihn nicht gefunden. Vielleicht hat er sich in irgendeiner der Stachelräume verirrt. Ich weiß es nicht. Stacheltunnel sind es eigentlich, besser gesagt. Ja. Dann überlegen wir mal, wie wir weiterverfahren. Ich bin der Meinung, ich müsste noch... Ups. Zu Armenophis. Das werden wir dann auch machen. Gehen wir mal die andere Seite runter. Und, ups. Noch was vergessen? Nö. Okay, also irgendwo ist denn da hier die... Okay. Da. Da blinkt's noch auf. Gut. Dann, ach, da ist noch was. Feuernessel. Da ist noch was. Lauflieder. Herrlich. Gut, okay. Auf zu Armenophis. Bleib ich hier hängen? Okay. Ah, da ist noch was. Super. Ach, Leute. Das ist ja sehr interessant und spannend, dass hier noch so viel übrig ist, so viel Lootgut übrig ist. Zum Beispiel hier auch noch. Ja, dann werden wir ihn noch mal anquatschen. Ich habe kein Artefakt gefunden. Nur wieder eine Steinplatte. Ja. Das hatte ich befürchtet. Gib sie mir. Interessant. Das alte Volk ist nach Varant gegangen. Genauer gesagt in das Tal von Tadmor. Dort soll das Artefakt in den verborgenen Tempel gebracht worden sein. Ich bin erstaunt. Ich hätte es niemals für möglich gehalten, dass es diesen Tempel wirklich gibt. Was hat es mit diesem Tempel auf sich? Nun, dieser ist nach der Überlieferung einer der ältesten Tempel der Welt und die Residenz unseres Gottes Adanos. Man hat ihn aber niemals finden können. So nahm man an, dass die Erzählungen über ihn nur Märchen sind. Aber wenn meine Vorfahren gewusst haben, wo dieser liegt, dann... Dann scheint es ihn wirklich zu geben. So sieht es aus. Auch wenn ich mich an diesen Gedanken erst gewöhnen muss. Er scheint in den Bergen von Tadmor zu liegen. Ja, und Tadmor liegt heute im Gebiet von Ashdod, wo die Assassinen herrschen. Wo könnte ich eine Spur über den verborgenen Tempel finden? Wenn es eine Spur gibt, dann am wahrscheinlichsten in der Tempelpyramide von Tadmor. Da würde ich jedenfalls als erstes suchen. Da es möglich ist, dass die Geschichte des Tempels in einem Buchständer steht... Müsstest du die Sprache des alten Volkes lernen? Dann bring mir diese bei. Ich tauge nicht zum Lehrer. Und bis ich dir alles mühsam beigebracht hätte, würden Monate vergehen. Ich weiß aber, dass es bei den Nomaden einen alten Wassermagier gibt, der Mercurius heißt. Vielleicht wäre er bereit, dir die Sprache beizubringen. Allerdings wirst du hierfür vermutlich was tun müssen. Begleitest du mich nach Varant? Nein, für so eine weite Reise bin ich zu alt. Du musst allein nach dem Artefakt suchen. Nicht schlimm, dann gehe ich allein dorthin. Gut, dann viel Erfolg. Adanos möge dir bei deiner Suche helfen.
Tja. Das ist mal wieder logisch, dass ich mal wieder woanders hin muss. Doch sehen wir selbst. Der verborgene Tempel. Erstmal gucken der Seher. Die nächste Spur führt nach Varan. Dort soll ich nach dem verborgenen Tempel forschen. Vielleicht finde ich den Tempel von Tadmor, eine Spur hierüber. Ich sollte dort alle Buchständer lesen, die ich dort finden kann. Der verborgene Tempel. Die nächste Spur führt nach Varant. Vielleicht finde ich dann einen Buchstaben im Tempel von Tadmor, eine Spur hierüber. Ich müsste aber hierfür eine alte Sprache lernen. Da Amenophis kein guter Lehrer ist, soll ich mich an den Wassermagier Mercurius wenden, der im Tal von Tadmor bei den Nomaden lebt. Möglicherweise müsste ich diesem noch bei irgendeiner Aufgabe helfen, bevor er mir die Sprache des alten Volkes beibringt. Merkwürdig war aber, dass Amenophis mir noch einen Schlüssel mitgab, an dem ein Zettel mit der Aufschrift Truhe im Tempel von Tadmor befestigt war. Amenophis scheint mehr zu wissen, als er zugibt. Jedenfalls sollte ich im Tempel von Tadmor auch noch nach einer verschlossenen Truhe suchen. Ja. Ich gucke mal im Inventar, ob ich diesen Schlüssel, diesen ominösen Schlüssel mit dem Zettel dran finden kann. Ich wollte jetzt eigentlich suchen, aber der ist schon gleich hier an erster Stelle. Truhenschlüssel für Tadmor Tempel. Richtig, da ist es. Okay. Jedoch müsste ich nochmal klären mit Gerbrand in Korinnes, warum ich ihn da nicht einbuchten kann. Weil bevor ich, wenn ich zu Tadmor gehe, oder nach Tadmor, dass ich da in Korinnes noch so einige Auflagen noch erfülle. So, aber das mache ich dann im Off. Ei, wen haben wir denn da? Da haben wir wieder einen Suchenden mittendrin. Na? Oh. Kann ich rennen? Ja, ich kann rennen. Okay. Tschüss. Gut. Jetzt befinde ich mich ganz weit. Moment mal, hier, da rechts oben, da ist mein Pfeil. Das ist ja hier die Sternwarte. Aber ich möchte ja ganz gerne wieder in die Hafenstadt. Die habe ich hier, genau richtig. Und will mal gucken, was jetzt mit dem Gerbrand ist. Ob jetzt endlich, die Geschichte läuft. Mit dem Gerbrand. So. Wunderbar. Gucken wir uns nochmal ein bisschen um. Ah, hier wird das Rendern ein bisschen verzögert. Ah, hier gibt es wieder einen Fehler. Sowas Blödes jetzt. War mein alter Renderer besser irgendwie? Wie schon gesagt, ich teste den jetzt nur aus. Keine Ahnung. Den sollte ich dann doch wieder mal installieren. Hey! Lass mich in Ruhe. Ja, genau. Weiter komme ich da nämlich nicht. Weil es heißt hier der Hehler. Ich habe Wambo mitgeteilt, dass der Bürger Gerbrand der wichtigste Hehler in der Diebesgilde ist. Er bittet mich, den Brief Lord Andri zu zeigen. Aha, vielleicht sollte ich das als erstes doch nochmal machen. Da habe ich das vergessen. Bevor ich aber Gerbrand anzeige, sollte ich den Spion bei der Miliz unschädlich machen. Wer ist der Spion? Die große Frage. War das... Ja, ich wusste es mal. Hätte ich mir aufschreiben sollen, wer das war. Ist aber soweit jetzt mir entfallen. Und ich werde jetzt mal im Off noch mal kurz gucken, ob ich den André was erzählen kann. Jetzt stehe ich vor André und wir erinnern uns an die Diebesgilde. Ich habe Wambo mitgeteilt, dass der Bürger Gerbrand der wichtigste Hehler der Diebesgilde ist. Er bittet mich, den Brief Lord André zu zeigen. Bevor ich aber Gerbrand anzeige, sollte ich den Spion bei der Miliz unschädlich machen. Ich habe Bedran, den Informanten der Diebesgilde, ins Gefängnis gebracht. Bedran ist das also. Gucken wir mal, wenn ich jetzt Gerbrand anzeige. Gerbrand ist ein Hehler, der mit Schmugglern und Dieben gemeinsame Sache macht. Im Haus von Boos, dem Anführer der Bande, habe ich ein Schreiben gefunden.
Der Brief beweist, dass Gerbrand mit der Diebesgilde zusammenarbeitet. Aber lest selbst. Kann ich Gerbrand jetzt verhaften? Selbstverständlich. Okay. So, aber warum sollte ich den hier unschädlich machen? Hört ihr Bewohner von Turines? Auf ausdrückliche Anordnung ist des hochwerten Lord Antis ergeht. Gucken wir mal. Wenn er was sagen will. Alles klar. Hau bloß. Okay. Hört sich das jemand mehr ändern? Nicht. Das war wohl das. Aber warum sollte ich den unschädlich machen? Das verstehe ich jetzt nicht. Okay. Gehen wir wieder runter zur Hafenstadt. Wenn ich es nicht auf geht's. Hey du. Augen gesehen hätte. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Ich habe dir was zu sagen. Das interessiert mich nicht. Ich habe keine Lust mit dir zu reden. Verschwinde. Ich mache es kurz. Ich wollte dir nur mitteilen, dass deine Schmuggelgeschäfte ein Ende gefunden haben. Wovon redest du? Ich habe die Schmugglerhöhle entdeckt und ein bisschen da aufgeräumt. Ja und? Was habe ich damit zu tun? Das wirst du jetzt zu hören bekommen. Boos, der Anführer der Schmuggler, hatte einen Brief und zwar mit deiner Unterschrift. Verdammt, so ein Idiot. War das jetzt ein Geständnis? Nichts da. Der Brief muss eine Fälschung sein. Ich habe nichts mit der Sache zu tun. Das kannst du später dem Richter erzählen. Los, mitkommen. Wohin? Na, ins Gefängnis natürlich. Und versuche ja nicht mehr Widerstand zu leisten. Sonst ergeht es dir wie Buß. Ja, ist ja schon gut. Ich komme mit. Echt? Das darfst du keinem erzählen. Ja, dem gebe ich doch keinen Heiltrank. Dann komm mal mit. Okay, hier hat es eine Sturmflut gegeben. Sehen wir es mal so. Okay, er kommt. Aber wie schon gesagt, ich werde das nochmal genau ergründen. Aber ich wollte euch nicht das nicht vorenthalten und mal auch mal die Meinung wissen, wie ihr das mit diesem Renderer haltet. Abgesehen von den kleinen Fehlern, so mehr so die Optik und so. Ist mir ein bisschen wichtiger. Na, kommst du? Erstmal hier hin, gucken, ob er dann auch. Yep, das sollte er schaffen. Immer so direkt, diagonal und über Eck geht nicht so gut. Ja, ja. Ja, Brändchen. Kann natürlich sein, dass es auch an einem Elhiver liegt, weil der ist auch noch drauf. Und dass da irgendwie was ist. Vielleicht muss ich es nochmal neu installieren, aber das werden wir sehen. So, Herr André, da ist dein Gerbrand. Alles klar. Das heißt, ich muss ihn wieder mal ins Gefängnis stecken. Mal gucken, links daneben oder überhaupt. Schauen wir mal an. Oder sind wir? So, da sind wir. Ich denke, das hier wird erstmal dein Heim für die nächsten Jahre werden. So. Ja, Gerbrand. Hört ihr Bewohner von Turines? Okay, er ist nicht reingegangen. Welche Zelle will er denn haben? Also die bestimmt nicht. Willst du die haben? Kommst du noch mit? Nein, er kommt nicht mit. Wahrscheinlich muss ich die nochmal öffnen. Oder ich werde nochmal neu laden, speichern, damit er sich da automatisch in die Zelle setzt. Ja, oh, Moment. Was sagst du denn dazu, Baltran? Nichts. Folgt er mich noch? Nee. Da ist er wohl alleine reingegangen. Ja, da ist er. Genau. Machen wir die Kiste dicht. Jetzt haben wir zwei Gefangene. Dann hätten wir schon mal auf jeden Fall hier in Corinis noch ein bisschen weiter was geschafft. So. Ich habe Gerbrand in den Kerker gebracht. Sehr gut. Nimm diese Belohnung von mir. Du hast uns wirklich einen großen Dienst erwiesen. So. Schauen wir mal ins Logbuch.
die Diebesgilde. Ich habe Lord André mitgeteilt, dass Gerbrand im Kerker ist. Ich sollte dies nun aber wieder Wambo in der Höhle vor der Stadt berichten und ihn fragen, was mit dem Rest der Diebesgilde geschehen soll. Dann haben wir noch der Healer. Ist das noch da? Der Healer ist nicht mehr da. Der ist nämlich ja. Aber Lord André, bom, bom, bom. So, wieder mal eine Belohnung einkassiert. Ja, dann 20 Uhr Wambo, würde ich mal sagen, nicht? Das werden wir dann auch machen, indem wir mal hier eine Runde schlafen. Oh, sorry, Leute. Ja, so prall ist das nicht mit dem Renderer. Muss ich sozusagen nochmal drüber gehen und ändern. Ich war eigentlich der Meinung, der ist am besten. Aber das haben wir jetzt dann auch gemacht. Okay, ich werde jetzt mal zu Wambo, zur Höhle hingehen. Ich meine, auch hier so die Nachtaktion oder dass er so einen leichten Blauschimmer hat, finde ich gar nicht mal so unschlecht. Also, ne? Also, der Renderer ist noch verbesserungsbedürftig. Okay, Wambo wird wahrscheinlich noch nicht da sein. Genau, warten wir, bis er kommt. Oh, da kommt er wieder. Für den König. Ich weiß, wer der Spion ist. Es ist Bedran, die Wache des Richters. Das hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht. Hast du denn Beweise? Ja, ich habe ihm diesen Zettel abgenommen. Ja, das beweist seine Schuld. Aber wenn du ihm den Zettel abgenommen hast, dann wirst du doch mit ihm gekämpft haben. Wo ist er? Bereits im Gefängnis. Sehr gut. Was ist mit dem Rest der Diebesgilde? Die Diebe sollten natürlich ebenfalls verhaftet werden. Wer war das alles nochmal? Rengaru, Nagur, Mike und Truman. Gut, dann verhafte sie. Jetzt ist es nicht mehr nötig, dass wir uns in der Höhle treffen. Du kannst mir alles Weitere auch in der Stadt berichten. Dann ist ja gut. Gucken wir nochmal ein letztes Mal ins Logbuch für heute. Die Diebesgilde. Ja. Ich habe Wambo mitgeteilt, dass die Richterwache Bedran, genau, und Wambo gab mir den Auftrag, Rengaru, Nuango, Mike und Truman zu verhaften. Wenn ich dies Wambo berichten will, muss ich ihn nicht mehr dafür in der Höhle aufsuchen, sondern kann das jetzt auch in der Stadt tun. Dann wird bestimmt, ja, der Informant erledigt sein. Ich habe Wambo mitgeteilt, dass die Richterwache Bedran der Informant der Diebesgilde ist und ich ihn unschädlich gemacht habe. Naja, ich habe ihn eingesperrt, ne? Okay, liebe Freunde, das war's für diese Folge. Danke, dass ihr eingeschaltet habt und geguckt habt. Ich freue mich auf ein Wiedersehen. Tschüss.